Gude! Ich habe heute wieder mal einen neuen DSP am Tisch, und zwar ein Zeldo Acoustics SP48. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Zeldo, habe ich noch nie gehört, was ist das denn? Das ist, wie ich das jetzt mitbekommen habe, die neue Pro-Audio-Marke von Steinecke. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber so habe ich das jetzt rausgelesen. Auf jeden Fall gibt es die Kisten bei Steinecke. Zeldo habt ihr vielleicht schon mal, falls ihr es gesehen habt, ist recht neu, von der Lautsprecher gesehen. Die sind recht hübsch. Die gibt es dann irgendwie in Weiß und in Schwarz und in Holzfarben. Und die sehen ein bisschen so nach Hi-Fi aus. Hübsches Zeug, soll auch sehr gut sein. Habe ich demnächst auch hier zum Ausprobieren. Bin ich übelst gespannt drauf. Und von Zeldo Akustik kriegen wir natürlich auch DSPs und Endstufen. Im Moment gibt es zwei Stück. Eben den hier, den SP48 und ein kleineres Modell. Ich weiß nicht, ob es ein 26 oder 36 ist. Die Zahl sagt immer Eingänge, Ausgänge, also SP48, 4 Ins, 8 Outs. Preislich liegt das Ding bei UVP 1249 Euro netto. Also schon ein bisschen mehr als üblich, aber das sind so die etwas besseren DSPs, liegen alles so in diesem Preisbereich grob. Wenn wir nach Xilica und Co. gucken, die liegen alle so in dem Bereich. Wir gucken uns die Kiste heute mal komplett an. Ich habe die schon komplett vermessen. Ich habe mir die Software angeguckt, wie wir es bedienen. Ersteinrichtung, da gibt es ein paar Sachen zum Beachten. Wir gucken uns die Kiste mal grob an. Wir haben vorne ein Display, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das kann man sehr, sehr gut ablesen. Das hat 4 Zeilen und lass mich lügen, je Zeile 18 oder 20 Stellen, so in der Richtung. Da können wir auf dem Startbildschirm sogar draufschreiben, was wir wollen. Da steht da nicht irgendwas, sondern wir legen in der Software fest, was da draufsteht. Ist ziemlich cool, mag ich. Dann haben wir 3 Potties zum Einstellen. Das haben wir schon mal bei einem DSM 48 gesehen. DSM 480 von Monacore. Das fand ich sehr cool zum Einstellen. Weil dann eben ein Rädchen ist pro Zeile, ein anderer Wert. Da kann man recht flott konfigurieren. Dann haben wir typischerweise unsere 4 Inputs und unsere 8 Outputs, jeweils mit dem Knöpfchen drunter. Einmal drücken ist Mute, gedrückt halten, kommen wir zu den Kanaleinstellungen. Und was sehr, sehr geil ist und wenige DSPs bieten, sind eben hier vorne die 3 Preset-Tasten. Die können wir frei belegen, wir können sagen Taste 1, Preset 10, Taste 2, Preset 1 und so weiter. Die können wir auch sperren, was cool ist. Ne? Wir können die ganze Kiste locken für die Vermietung, dass man nichts machen kann außer muten. Können aber sagen, hey, lass die 3 Preset-Tasten frei. Und wenn du die Taste gedrückt hältst, lädt dieses Preset. Können wir auch sperren, dass gar nichts geht außer muten. Ist eine super geile Funktion für die Vermietung. Das würde der ein oder andere lieben, weil der Kunde, der keine Ahnung hat, der kann einfach, der soll durchs Menü und soll sich Presets laden. Funktioniert meistens nicht. So sagst du, hey, halt Taste 1 gedrückt. Wenn du es bassig willst, halt Taste 2 gedrückt. Wenn du es neutral willst und halt Taste 3 gedrückt, wenn du nur Hintergrundgedudel willst, was nicht nervt. Und da können wir Settings machen bis zum Abwinken. Apropos, 30 Stück können wir speichern am Gerät. Ist auch mehr als ausreichend, würde ich sagen. Der Rest kann man ja auf dem PC machen. Weil ich sagen muss, mit 3 Preset-Tasten könnten es mehr als 30 sein. Also wenn man so einen DSP nutzt für alle seine Systeme, könnte es ein bisschen mehr sein, aber ist schon okay mit 30 internen. Auf der Rückseite haben wir ganz typisch unsere 4 XLR-Eingänge, symmetrisch, Logo und unsere 8 XLR-Ausgänge. Wir haben eine LAN-Buchse, leider einen Lüfter, ein Ausschalter, leider auf der Rückseite und ein Kaltgeräteeingang für Saft. Finde ich gut, wir haben kein externes Netzteil, sondern internes. Das mag ich immer, bin ich Fan von. Externe, die gehen immer mal kaputt oder man verliert sie und dann hat man so Mini-Kabel und so Kaltgerätekabel dran. Gib ihm, finde ich eine sehr geile Sache. Dann würde ich sagen, wir gucken uns die Kiste mal an, denn das, was im Datenblatt online steht, da stimmt leider nicht alles. Da ist viel falsch, aber ich nehme es vorne weg. Die Werte gemessen sind alle besser. Also da kann Steinecke mal nacharbeiten mit seiner Anleitung und die ganzen Werte alle verbessern. Zum Beispiel steht drauf 48 kHz, Kiste arbeitet mit 96 kHz. Schon mal gut. Limiter minus 10 dBU, stimmt nicht, er kann bis minus 30 dBU. Was haben wir noch? Ich glaube, da stand drin Hochpassfilter ab 60 Hertz oder so, stimmt auch nicht, geht ab 20 Hertz. Solche Dinger. Also es ist alles wesentlich besser. Verzerrungswerte stimmen genau, wie sie drin stehen. Aber dafür bin ich ja da, um solche Sachen nachzuprüfen. Und dann würde ich sagen, wir springen direkt mal rüber und gucken uns die Bedienung von der Kiste an. Danach die Software. Und danach messen wir auch nochmal alles durch, was das ganze Gerät so macht. Schauen wir uns doch mal die Bedienung von dem Gerät an. Wir schalten es ein. Es dauert einen kleinen Moment, ne? System Loading. Wir sehen schon, wir haben ein recht gut ablesbares Display, weiß auf blau.
Im ersten Bildschirm sehen wir das, was wir selber eintragen. Also in der Software können wir bestimmen, was hier drin steht. Wir haben 4 Zeilen. Jede Zeile hat, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 20 Stellen. Völlig ausreichend. Ich habe jetzt halt reingeschrieben, wie das Gerät heißt. Wir nutzen Analog-Input und so weiter. Drücken wir einmal auf Next, kriegen wir die Systeminfos angezeigt. Setup 1 ist geladen. Dieses Setup nennt sich Jobst 01. Ob wir die Inputs analog oder digital haben und die Firmware-Version. So, das Grundlegende zu der Kiste. Die Bedienung ist echt einfach und intuitiv gemacht. Wir haben nicht viele Knöpfchen. Wir haben hier Back, Next, Menü, Enter, Bypass, Escape. Haben 3 Potties zum Einstellen. In der Regel ist es so, Potty 1 ist für Zeile 1, Potty 2, Zeile 2 und so weiter. In der Regel ist es so, in der ersten Zeile ist die Überschrift, also zählt der erste Potty für die zweite Zeile. Ne? Und dann dritte und vierte. So ist das gemacht, so können wir sehr schnell bedienen. Dann haben wir noch unsere Kanaltasten für die Inputs und für die Outputs. Einmal kurz drücken, muten und einmal gedrückt halten, kommen wir in die Kanaleinstellungen rein. Zu den Preset-Tasten hier komme ich gleich noch, das ist nämlich eine ziemlich coole Funktion. Wir gehen erstmal ins Grundmenü. Wir sehen X-Overs Setup-Menü, Submenü, hoppla. Es ist so, dass die Kanaleinstellungen für die Inputs und Outputs in einem Setup gespeichert werden. Die Geräteeinstellung, was wir jetzt hier im Menü machen, das ist global gespeichert fürs ganze Gerät. Also wenn wir ein neues Setup aufrufen, hat das kein eigenes Passwort oder sonst irgendwas, sondern das ist global im Gerät. Dann klicken wir drauf und sehen, wir können Programme laden, speichern und löschen. 30 Stück können wir im Gerät speichern, könnten wir jetzt auswählen, sagen laden. Sehr cool ist auch, dass hier unten steht, welches Setup gerade schon geladen ist. Beim Speichern, selbe Spiel, wir drücken Enter, wählen aus, an welche Position soll das. Nummer 11, alles klar, drücken Enter. Und dann gehen wir mit unserem ersten Potty durch. Sehr schön ist gemacht. Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Großbuchstabe, Kleinbuchstabe. Wir haben auch nicht viele Sonderzeichen, das heißt, wir scrollen uns hier nicht den Wolf ab. Blöde ist im ganzen Gerät, wenn wir irgendwo am Ende angelangt sind, ne, das Ende ist jetzt hier das Komma, springt es nicht wieder automatisch an Start. Also das rotiert nicht. Wir müssen dann leider zurückdrehen. Das ist das Einzige, was mir nicht so ganz gut gefällt. Aber wir speichern das Setup mal. Das nennt sich jetzt C. Enter. Setup ist gespeichert. Bumm. Mit Löschen genau das gleiche Spiel. Ne, da wählen wir aus, was wir löschen wollen. Ist klar. Kann jedes Gerät. Ja, fast jedes. Programm Copy ist auch klar. Da sagen wir jetzt alles klar hier. Wir haben Programm 1. Das wollen wir kopieren auf Nummer 4. Sagen wir Enter und sagt er kopiert. Eine sehr coole Funktion, weil wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen an dem Setup jetzt was ändern und sonst wie, ich mache eine Sicherheitskopie woanders hin, die ich dann wieder laden kann. Geile Sache, dass das auf jeden Fall drin ist. Ist ziemlich cool. Channel Copy ist klar. Wir können unseren kompletten Eingangskanal auf irgendeinen anderen Ausgangskanal kopieren, also alle Einstellungen, EQ, Filter, sonst irgendwas, zum Beispiel Input A auf Input C. Jetzt drücken wir Enter und dann ist der kopiert. Geht auch für die Outputs. Leider können wir nicht Output auf Input kopieren oder Input auf Output. Ne? Sagen wir jetzt, wir haben jetzt Input-EQs gemacht und hätten die aber lieber gern auf dem Output drauf, funktioniert nicht, müssen wir manuell machen. Ja, wäre auch ein bisschen durcheinander, weil wir haben im Output ja auch noch Limiter und so ein Kram und wir haben hier im Input nur, nee, ganze 8 EQs und im Output nur 6. Dass es geht, trotzdem mit so unterschiedlichen Dingen, sehen wir Behringer DCX, da funktioniert das nämlich hier nicht, aber das reicht, denke ich, den meisten aus, denn ganz großes Mango, wir haben keine Link-Funktion. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt keine Link-Funktion. Nur in der Software und die zählt auch nur für die Software, hier drin nicht. Deswegen, wir stellen Kanal A einmal komplett ein, gehen auf Channel Copy und sagen Input B, dann sagen wir Enter und dann haben wir auf Kanal B genau das Gleiche und müssen nur noch einmal reingehen und sagen, Enter uns den Input. Ist ein bisschen blöd gemacht, naja, aber wenn wir es wissen, ist ja okay. Dann haben wir das Input-Submenü als nächsten Punkt, da sagen wir nur, Kanalpärchen 1, also A und B, ist analog oder digital. Oder Kanalpärchen 2, Input C und D, sind analog oder digital. Also ISEBU kann die Kiste. Auch cool gemacht, das ist halt, so kann man beides nutzen, analog und digital Eingang. Dann gehen wir weiter, Security Submenü ist klar, wir können ein Passwort eingeben, sagen das Passwort A, Enter, bumm, Kiste ist gesperrt. Einzelne Seiten sperren funktioniert nicht, nur global das ganze Gerät. Was funktioniert da noch? Muten der einzelnen Kanäle geht noch. Einstellungen gehen
gar keine mehr. Wir können nur noch Systeminfo anzeigen, das war's. Wir können aber Setups laden. Wir halten jetzt mal gedrückt, bumm, Setup 1 ist geladen. Halten wir die 3 gedrückt, Setup 3 ist geladen. Sehr geil für die Vermietung. So kann der Kunde einfach nur zwischen 3 Setups auswählen oder 1 oder 2, je nachdem, was wir einstellen und sonst nichts am Gerät machen. Richtig, richtig cool. So, wenn wir jetzt wieder aufs Gerät zugreifen wollen, drücken wir irgendwo zum Beispiel Menü, dann können wir Passwort eingeben, Enter, Unlock. Jetzt können wir wieder machen, was wir wollen. Wir haben aufgehört bei Security, jetzt können wir System-Submenü. Da haben wir noch ein paar kleine Einstellungen, zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung können wir sagen, bleib immer an oder geh nach 25 Sekunden aus. Dann wird es hier dunkel. Ich glaube, es geht ein bisschen schneller als 25 Sekunden, mir kam es immer schneller vor. Ist aber wurscht. Coole Funktion, wenn das Display uns nervt, es soll alles dunkel sein, dann geht's aus und geht uns nicht auf den Wecker. Coole, coole Sache. Leider können wir nicht einstellen Kontrast oder Hintergrundbeleuchtung oder sonst was, aber da das Display so gut abzulesen ist, brauchen wir das eigentlich alles gar nicht. Systeminfo ist klar, kriegen wir die Firmware angezeigt, hier unten drunter nichts, keine Ahnung, was da ursprünglich nochmal hin sollte. Temperatur ist eine Einstellung, finde ich keinerlei Informationen dazu. Ich hätte gedacht, das wirkt sich vielleicht auf den Lüfter hinten aus, dass der Temperatur geregelt ist. Wir können von 0 Grad bis 50. Ja, logische Schlussfolgerung, bleibt nur noch eine Sache übrig. Das ist eine Geschichte fürs Delay, dass das korrekt angepasst wird. Deswegen lassen wir 20 Grad eingestellt und gut ist. Nächster Punkt ist Filterdisplay. Da können wir umstellen, ob wir den EQ in Q-Faktor anzeigen lassen wollen oder in Bandbreite. Klar kennt jeder Q-Faktor, umso größer der Wert, umso schmaler der Filter. Bandbreite genau andersrum. Allerdings halt auch breiter sind andere Zahlen. Je nachdem, wie man arbeiten will, Q-Faktor ist ja so das Typische, was die meisten benutzen. So, hier ist klar, ist nicht klar, deswegen erkläre ich es. Wir können hier unsere Preset-Tasten belegen. Wir klicken mal drauf, dann können wir sagen, mach die Tasten an oder mach die Tasten aus, dann gehen sie nicht. Eine wichtige Funktion, ne? Manch einer will das nicht, der sagt, wenn das Gerät gesperrt ist, soll man das auch nicht benutzen, können wir die insgesamt an- und ausstellen. Und hier können wir festlegen, welches Preset auf diesen Tasten drauf liegt. Ne? Taste 1, 2, 3, können wir sagen, Taste 1 ist zum Beispiel jetzt Preset 9. Bisschen blöd, hier ist viel Platz zum Schreiben für Buchstaben, sonst was. Wir kriegen leider den Preset-Namen nicht angezeigt, wir müssen uns die Zahl merken. Ja, wäre anders ein bisschen schöner, aber ist wurscht. Die Funktion ist sehr geil für die Vermietung. Richtig, richtig cool. Letzter Punkt ist Wi-Fi Factory Reset. Die Kiste hat Wi-Fi und LAN. Das resettet uns alle LAN- und WLAN-Einstellungen komplett. Mehr LAN-Einstellungen gehen im Gerät selber leider nicht. Das müssen wir alles per Browser und LAN machen. LAN-Kabel hinten dran, PC oder Laptop dran, Browser aufrufen. IP eingeben, also die Standard-IP, die steht auch in der Anleitung. Und dann können wir alle Einstellungen machen und ändern. Und hier können wir sie eben komplett resetten, dass wir wieder aufs Gerät zugreifen können, falls wir die IP nicht rausfinden können oder sonst irgendwas. Damit sind wir mit dem Input komplett fertig und gucken mal, was die Input- und Output-Kanäle alles können. So, um jetzt zu den Einstellungen zu kommen, ganz easy. Wir halten einfach die entsprechende Taste unter unserem Kanal gedrückt, unterm Output oder unterm Input. Wir nehmen mal Input A. Ungefähr eine Sekunde gedrückt halten, das geht ausreichend schnell, finde ich ganz cool gemacht. Ist genau die richtige Zeit für meinen Geschmack. Dann gehen wir mit Back und Next immer weiter in den Seiten. Leider steht der nicht Seitenname, sondern die Seitennummer steht nicht oben. Das haben wir zum Beispiel beim Behringer, das ist mega praktisch, fehlt uns leider hier, ist aber nicht so schlimm. In der ersten Seite können wir den Namen festlegen. Wir können für jeden Output und jeden Input Namen festlegen. Ne? Hier Left Main, Right Main. Delay links, Delay rechts, hier gehen wir mal jetzt in den Output rein, Top links, Top rechts und so weiter, kann man machen, was man will. Wir gehen wieder in unseren Input. Nächste Seite, wir können das Delay einstellen. Erster Potty, erste Zeile, Millisekunden. Da sehen wir machen ungefähr 0,01 Millisekunden hoch. Wenn wir schnell drehen, überspringen wir Werte, das heißt, wir können auch relativ flott einstellen. Und mit dem zweiten Potty stellen wir die Meter ein, damit sind wir dann natürlich noch schneller. Da haben wir ungefähr so einen halben bis ein Drittel Meter pro Klick. Also die Potties sind alle gerastert, was ganz cool ist. Schön für die Einstellung. Wenn wir schnell drehen, überspringen wir alles. Ganz cool ist, drehen wir ganz schnell, kommen wir eigentlich sofort ans Ende. Moment, ich mache das nochmal. Also wenn wir einmal schnell drehen, die Potties gehen auch etwas schwer hier, dann kommen wir gleich ans Ende. Also da können wir relativ flott einstellen hiermit. Ne? Schnell drehen überspringt viele Werte. Also von der Einstellung ist das gut gemacht. Wir kommen sehr schnell dahin, wo wir hinwollen.
Der dritte Potti geht nicht für Feed in diesem Menü, warum auch immer. Normal ist die letzte Zeile, dritte Potti geht hier nicht, ist aber nicht schlimm. Next, Polarität. Invertiert und normal. Ist schön, dass hier Polarität steht. Oftmals steht da Phase 0 und 180 Grad oder steht Phase dann, wir können wirklich die Phase wechseln. Wäre eh falsch. Polarität ist korrekt. Passt, geht in den Inputs und in den Outputs. Ist sehr fein. Hier oben steht auch immer unser Name noch vom jeweiligen Kanal, was auch cool ist. Dann haben wir Scan als nächstes. Komischerweise mal nicht auf Seite 1. Muss man halt, wenn wir was wechseln wollen, halt ein paar Mal Next drücken. Gut, ist egal. Das Gain stellen wir in 0,1 dB Schritten ein, das ist ausreichend fein und geht im Input leider nur bis plus 6. Ist für meinen Geschmack ein bisschen wenig, wenn wir leise Quellen haben oder einen leisen Mixer. Wäre schön, wenn es bis 12 zumindest gehen würde. Ist aber okay, reicht ja aus für die meisten. Minus geht bis minus 30, also das heißt, wir haben sehr viel Spielraum. Und hier wird schnell drehen, überspringt hier leider nichts. Also hier beim Gain müssen wir schon ein bisschen drehen. Macht aber nichts, machen wir eh nicht so viel. Nächste Seite haben wir den EQ. Wir haben 8 Stück. EQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann können wir als allererstes wählen, will ich ein PEQ, ein Low Shelf oder ein High Shelf haben. Hier müssen wir allerdings einmal Enter drücken und dann sind die drei Potties hier belegt mit den drei Zeilen. Wir haben hier die Frequenz, die geht komplett im ganzen Band in 1 Herzschritten. Das ist richtig schön. Wenn wir schnell drehen, überspringen wir wieder eine ganze Ecke. Das heißt, wir können auch relativ flott hier zu den Frequenzen springen und einstellen. Das ist ganz gut gemacht. Dann können wir hier Scan einstellen am zweiten Regler. Das geht in den EQs bis plus 15 und wieder bis minus 30. Das ist echt ordentlich. 0,1 dB Schritte ist auch sehr fein. Und unseren Q-Faktor oder eben Bandbreite. Der geht sehr steil mit fast 29 und geht auch schön flach mit 0,4. Das ist unser Minimum, was wir haben. Der überspringt nichts. Hier müssen wir ein bisschen drehen halt leider, weil er halt sehr fein einstellen geht unter dem Wert 1. Ist aber okay. Und Besonderheit, hier funktioniert jetzt unser Bypass-Schalter. Der schaltet uns das allerdings immer auf Gain 0. Ne? Bypass. Müssen wir bedenken, wenn das auf 0 ist und wir drehen einmal, überschreibt er uns das. Dann ist das unser neuer Wert. Ja, das ist ein bisschen tricky, das müssen wir uns merken. Also wenn wir irgendwo in den EQ-Einstellungen sind, immer erst einmal Bypass drücken und gucken, ob da schon ein Wert war. Ruckzuck haben wir uns sonst nämlich unser Setup überschrieben. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, und wenn wir es wieder auf 0 drehen, dann denkt er, es wäre ein Bypass und bleibt bei 0,1. Das ist aber völlig Bums. Drücken wir wieder Enter, um hochzukommen. Unser Low Shelf, den können wir umstellen zwischen 6 und 12 dB Flankensteilheit. Der Rest ist gleich wie beim normalen EQ, passt alles. Nächste Seite ist das Noise Gate. Pro Input haben wir ein Noise Gate, ist sehr geil. Hat auch kein Bypass, kein On-Off, aber minus 120 dBU ist so niedrig, dass es quasi aus ist. Und dann können wir das hochdrehen. Geht nur in 1 dB Schritten, ist aber völlig ausreichend. Das geht bis plus 10 dBU. Brauchen wir ja nur, um Grundrauschen zu verhindern, falls wir welches haben. Ist eine geile Funktion, haben wenige DSPs, finde ich richtig gut. Next geht jetzt nicht mehr. Das ist wieder das Problem, wenn wir am Ende sind, durchgeblättert haben, bleiben wir leider am Ende. Geht nicht wieder an Start. Also mühselig entweder zurückdrücken oder wir sagen einmal Escape und gehen einen neuen Kanal rein. Dann sind wir wieder am Start. Na, bisschen doof, aber ist okay. In den Output-Kanälen ist alles ziemlich ähnlich. Wir haben hier wieder den Namen vom Output. Hier wählen wir die Source, das ist das Routing von der Kiste. Wir sagen jedem Output, welchen Input er kriegt. Wir können allerdings nur sagen an oder aus, nichts zumischen in dB oder sonst irgendwas. Das können manche Geräte auch, aber das brauchen die allerwenigsten. Drücken wir Enter, kommen wir in den nächsten Kanal. Hier rotiert es allerdings, hier kommen wir wieder an Start. So belegen wir dann eben unser ganzes Routing bzw. unsere Output-Kanäle. Wenn wir jetzt Mono haben wollen, würden wir sagen Input A on, Input B on, wir haben Mono. Wie immer, 6 dB mehr Pegel, den müssen wir dann rausnehmen im Gain. Nächste Seite, Gain. Der geht allerdings in den Outputs bis plus 15. Das sehen wir hier. Das ist ganz cool, da haben wir wesentlich mehr Headroom. Und Minus geht wieder bis minus 30 dB, das passt. Wir haben ja auch keinen Bypass. Bypass geht im ganzen Gerät nur für die EQs. Also hat man die
extra Bypass-Taste wirklich nur für die IQ, sonst für gar nichts. Das ist sehr schade. Wäre auch schön, wenn alles bypassen ging und hier unten dann eben ein X wäre oder hier BP stehen würde oder ein Zeichen wäre oder sowas, dass was gebypassed wäre. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann wird sich die Taste auch wesentlich mehr lohnen als für ein EQ, weil es gehen auch nur einzelne immer bypassen, nicht alle EQs auf einmal. Gut, macht aber nichts. Nächste Seite, Polarität wieder, wie im Input. Delay, wie im Input, geht auch genauso hoch. Wir können insgesamt 340 Meter im Input und im Output, also fast 700 Meter gesamt im Gerät. Ist sehr geil. Hier haben wir dann unseren Hochpass und unseren Tiefpass. Next und vor, Hochpass, Tiefpass. Besonderheit, es gibt kein An-Aus. Und kein Bypass, leider. Mit der niedrigsten Einstellung, 20 Hertz, ist er aus. Ab 21 Hertz ist er an. Das muss man auf jeden Fall wissen. Das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Habe ich auch nachgemessen, bei 20 Hertz greift er da nicht. Da ist er einfach aus und bei 21 ist er komplett an. Da wäre natürlich ein Bypass schön. Haben wir aber nicht. Also müssen wir dann, wenn wir ausmachen wollen, mühselig zurückdrehen auf die 20 Hertz. Auch wieder alles in einen Herzschritten. Wenn wir schnell drehen, überspringen wir wieder Stellen, auch sehr cool gemacht. In der nächsten Zeile können wir den Filter umstellen, die Charakteristik, Butterworth, Bezel oder Linkwitz. Und im dritten Potty wählen wir die Flankensteilheit. Der kann 48, 24, 18 und 12. Keine 6, keine 30, keine 36. Das sind die wichtigsten. 6 dB brauchen wir eh nie. Er kann sogar beim Linkwitz einen 18er Filter, das haben wir fast nie. Bei dem Hochpass, Tiefpass, Entschuldigung, ist genau das Gleiche. Da ist halt 20 Kilohertz ist aus und ein Hertz runter ist er angeschaltet. Also ist auch blöd, wenn wir den ausmachen wollen, müssen wir immer mühselig ganz nach oben drehen. Gut, zum Glück überspringt er und es geht recht flott. Aber hier wäre die Bypass-Taste auf jeden Fall wünschenswert, wenigstens zum Außen anmachen. Hier unten könnte wenigstens on oder off stehen oder hier oben irgendwie. Das ist ein bisschen doof, wenn wir es wissen, ist aber gut. Nächste Seite haben wir wieder unsere EQs, genau dasselbe wie im Input, außer dass wir im Output leider nur 6 haben. Andersrum hätte mir es besser gefallen, 8 im Output und 6 im Input wäre wesentlich sinnvoller. Aber naja. Letzte Seite ist der Limiter. Den Limiter können wir umschalten zwischen Limiter und Kompressor. Erster Potty unser Threshold, zweiter Potty unser Attack, dritter ist Release. Unser Threshold ist in dBU, das ist gut, somit brauchen wir keinen Bezugspunkt, kann von plus 20 bis richtig weit runter, bis minus 30 wieder. Die Anleitung sagt minus 10, das wäre ein bisschen wenig gewesen, die Kiste kann's. Hier gibt es auch kein On oder Off mit dem Bypass, wir müssen, wenn er aus sein soll, auf plus 20 dBU drehen. Ist auch in Ordnung, das ist okay, aber wäre halt schön an, aus, dann wird es halt schneller gehen. Unsere Attack-Zeit, die geht bis 100 Millisekunden und ab 0,3. Für den Peak-Limiter dürfte das schneller sein, finde ich. Wir wollen ja eigentlich Zero Attack, aber 0,3 ist schon okay. Nachteil ist das Release, das ist nur ein Vielfaches von der Attack-Zeit. Das ist natürlich ein bisschen blöd. 32 mal 0,3 Millisekunden ist noch weit entfernt von den 300 bis 400 Millisekunden, die wir üblicherweise als Release haben wollen. Ist ein bisschen doof. In Millisekunden wäre das wesentlich besser oder wenn der immer mal 10 wäre schon drauf, also mal 320, dann wäre es ganz okay, wäre aber immer noch ein bisschen wenig. Das sollte auf jeden Fall nachgebessert werden, das ist nämlich ein Hauch von nix. Wir können den umschalten, wie gesagt, zum Kompressor. Dann haben wir hier genau die gleichen Einstellungen wieder. Wir sehen aber durch den Pfeil, wir haben noch eine nächste Seite. Hier können wir Kompressor, Manual und Auto umstellen. Was das macht, weiß ich nicht, kann ich leider nicht sagen. Interessiert mich auch nicht, weil automatisch ist immer schlecht. Wir wollen alles manuell machen. Das Coole ist, wir haben jetzt beim Kompressor einen Clip-Limiter dabei. Das ist richtig, richtig cool. Hier müssen wir übrigens kein Enter drücken, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Hier ist gleich der Potty richtig. Da sagen wir, der Clip-Limiter arbeitet über dem Level vom Kompressor. Jetzt zum Beispiel plus 2 dB ist das Minimum und das Maximum ist plus 12 dB. Das ist sehr praktisch, somit können wir den Kompressor und einen Clip-Limiter gleichzeitig nutzen. Wir haben nicht nur einen Peak-Limiter oder einen Kompressor, sondern beides. Das ist sehr geil, kann ich jedem empfehlen. Der Kompressor ist nämlich ein RMS-Limiter, RMS-Kompressor. Und die Ratio können wir von 1 zu 1, das ist völliger Blödsinn, einfach auf 64 kannst, auf Maximum stellen, dann ist das Ding ein Limiter, ein RMS-Limiter und haben dazu noch den Clip-Limiter. Sehr cool, richtig cool gemacht, kann man auf jeden Fall so benutzen. Und damit wäre es das für die Outputs gewesen. Das war die ganze Bedienung von dem Gerät.
Gehen wir wieder Escape. Und damit sind wir mit der Bedienung durch. Muss ich sagen, geht sehr gut von der Hand, ist intuitiv. Ein, zwei kleine Haker hat's noch. Da könnte der Hersteller vielleicht nachbessern, dass ein bisschen was einfacher ist oder übersichtlicher. War die Bypass-Taste leider nur pro EQ und sonst für gar nichts. Wäre cool, wenn die für vieles andere auch noch ging. Mit einer kleinen Anzeige hier unten, ob gebypassed ist oder nicht. Ansonsten muss ich sagen, Bedienung am Gerät sehr gut. Braucht man nicht unbedingt die Software. Man ist schnell durch, hat schnell eingestellt, schnell gedreht. Gefällt mir wirklich gut. So, wir haben die Kiste jetzt per USB angeklemmt. Können wir auch per LAN machen, gibt sich aber von Geschwindigkeit und sowas nichts. Wir kriegen einfach eine ZIP-Datei, die entpacken wir, haben hier unsere Dateien. Für was Music-File ist, kann ich leider nicht sagen, ist einfach ein Ordner. Driver haben wir dabei, die können wir schnell installieren. Musste ich machen, dann wurde die Kiste sofort erkannt per USB. Für LAN brauchen wir den Treiber natürlich nicht. Und das Coole ist, wir müssen allerdings sonst nichts installieren. Wir nehmen einfach die DSP-Version 3.9, machen Doppelklick drauf und das Ding wird gestartet. Leider auf Bildschirm 1, ich ziehe es rüber. Da sind wir. So, schon mal der erste große Nachteil. Die DPI von dem Ding sind fest. Wir können es nicht größer machen, kleiner machen. Sonst irgendwas funktioniert einfach nicht. Wir können es minimieren und schließen. Das ist ein bisschen schade, wenn wir jetzt ein 4K-Display haben, ja, dann wird das alles ein bisschen klein. Haben wir eine Mini-Auflösung, vielleicht irgendein Mini-Gerät mit einer 800er Auflösung, ist das wahrscheinlich Vollbild oder passt nicht ganz drauf. Das ist ein bisschen altbacken, finde ich schade. Ansonsten ist das ganz okay. So, wir gucken uns die ganze Geschichte jetzt an. Wir sehen gleich Version 3.9, haben hier unseren Kram, haben unsere Eingangskanäle. Wir landen sofort auf einer Übersichtsseite, was ich sehr gut finde. Und als allererstes müssen wir die Kiste connecten. Sagen wir Connection, Pump und entweder USB, ne, ist ein USB zu COM-Treiber. Da wählen wir unseren COM aus. Ich weiß schon, dass es COM3 ist. Oder wir connecten per Netzwerk. Ja, der Kiste geben wir eine IP-Adresse, drücken OK, sind drauf. Jetzt machen wir das per USB. Klick. Er arbeitet kurz, geht halbwegs schnell. Und wir sehen, ja, wir haben schon Signal anlegen, hier tut sich irgendwas, wunderbar, es funktioniert einwandfrei. Bevor wir jetzt irgendwo weitermachen, eine kleine Sache, wir haben hier Link, das ist rot. Problem, dieses Verlinken ist nur für die Software da. Das bleibt im Gerät nicht gespeichert, im Gerät haben wir auch keine Links, das finde ich übelst schade, dass wir im Gerät nicht verlinken können. Wir müssen jeden Kanal einzeln einstellen oder müssen halt sagen, Copy auf einen anderen Kanal und dann eben den Input wählen. Das ist ein bisschen kacke. In der Software sagen wir jetzt Link A und B. Dann wird jetzt, wenn wir im Kanal A irgendwas einstellen, im Kanal B auch gemacht. Geht auch für die Outputs. Diese Einstellung bleibt nicht gespeichert. Machen wir die Software zu und wieder auf. Guck, wir haben jetzt hier Link A, B und machen die Software wieder zu. Machen sie neu auf, dann sehen wir schon, das ist alles wieder weg. Blöde Sache, müssen wir wissen, das kann den Anwender wahrscheinlich tierisch verwirren und er denkt sich, ich linke jetzt die Kanäle, warum funktioniert es im Gerät nicht, wenn ich auf Kanal A was einstelle, passiert es nicht auf B. Ist schade, heutiges Gerät sollte auf jeden Fall eine Link-Funktion haben im Gerät und hier sollte vielleicht ein Hinweis sein, hallo, nur in Software, bisschen doof. Naja, gut, wir wissen es, also benutzen es jetzt einfach nicht und oder wissen es, fertig aus. Gut, wir fangen mal an. Hier können wir uns in dem Graph hier oben einblenden, ob wir EQ nutzen oder Gain reinschieben oder irgendwas, kriegen wir dann alles angeblendet. Das sind die einzelnen Kanäle. Dasselbe für die Outputs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir können direkt zu den einzelnen Funktionen hinspringen in den Inputs, einzelne Funktionen in den Outputs. Und das Geile ist, wie beim Behringer DCX, wir sehen, wie geroutet wurde. Ja, das sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil das nah aneinander ist. Aber wir sehen schon grob. Ne? Wir sehen hier, Channel A geht auf Channel 1 im Output und dann auch auf Kanal 5 und nochmal weiter auf Kanal 7. Also wir erkennen es ganz grob und die haben ja auch verschiedene Farben hier pro Input. Das heißt, wir haben schon mal flott eine grobe Übersicht. Ich habe das auch relativ wild jetzt gemacht, aber das passt schon. Bevor wir zu den einzelnen Funktionen hier kommen, gehen wir erstmal auf die Grundfunktionen ein. Sehr cool finde ich Data View. Da kriegen wir alle Einstellungen auf einen Blick angezeigt. Input, Outputs, EQs, sonst irgendwas. Kopieren geht hier leider nicht, aber wir können jetzt einfach Print machen und können uns das als PDF zum Beispiel ausdrucken oder irgendwas anderes. Wir klicken mal drauf,
dann sagt er hier, wähle meinen Drucker aus, bla bla bla. Oder Ausgabe in Datei. Druckbereich alles oder nur Seite. Ja, ganz typisch Druckenkram halt. Machen wir eine PDF zum Beispiel draus. Wenn die OCR dann hat, dann können wir das auch alles rauskopieren. Schön wäre Export als Textdokument. Das hat es leider nicht. Aber man kann nicht alles haben. Das ist allgemein schon mal eine echt coole Sache, um schnell einen Überblick von allem zu bekommen oder das zu exportieren und jemand weiterzugeben. Sehr, sehr cool. Dann sind wir bei Programm. Da sehen wir unsere internen Programme. Die könnten wir jetzt laden. Wir sagen jetzt Load Setting 1. Dann rödelt er kurz und unsere Einstellung ist geladen, unser Preset Nummer 1. Oder wir könnten auch sagen Store-Programm. Da haben wir leider einen Nachteil, muss ich sagen. Wenn wir eins überschreiben, fragt er nicht, willst du wirklich überschreiben, sondern er macht es einfach. Also muss man vorsichtig sein, gleich richtig klicken. Hier können wir die Geschichte auf dem PC speichern oder vom PC laden. Und sehr cool, dass wir wieder alle Programme speichern und auch alle Geräte, alle Settings drauf machen können. Das ist eine super, super geile Funktion, gerade für Hersteller und so. Die können sagen, alle unsere System-Presets mit einem Schlag aufs Gerät drauf. Richtig, richtig cool. Hat nicht jede DSP-Software. Hier haben wir das Channel-Setup. Da können wir die Namen vergeben für die Inputs. Ne? Sehen wir jetzt Left Main, Right Main, Delay links, Delay rechts, Top-Teil links, rechts, Infill links, rechts, Monitor A, B, Monitor C, D, Endfire Array 1, 2. Da können wir Namen geben, wie wir wollen. Gehen natürlich nicht ultra lang. Also hier hört es jetzt auf, so viele Stellen haben wir nur. Das Gerät muss es ja auch noch anzeigen, also das Display. Dann können wir hier Copy-Funktion wie im Gerät. Ne? Einer der vier Inputs auf einer der vier Outputs und Input auf Input oder Output auf Output. Input auf Output geht leider nicht. Wäre wünschenswert, wenn man sagt, ich habe jetzt EQ-Settings und will sie auf dem Output haben, funktioniert nicht. Also muss man vorher wissen, dass man da keinen Unsinn macht. Dann haben wir die Systemeinstellungen. Da können wir sagen, was steht auf unserem Hauptdisplay drauf, wenn wir das Gerät einschalten. Und die Backlight-Settings, also sagen, geh nach 25 Sekunden aus Display oder bleib immer an. Und die Temperatur. Ja, von 0 bis 50 Grad. Ich habe ja gesagt, wir wissen nicht genau, für was die ist. Wir kriegen auch kein Tooltip, wenn wir die Maus draufhalten. Also wir wissen es nicht. Der Vertrieb weiß es auch nicht. Die Anleitung spuckt auch nichts zu aus. Wir gehen von aus, das ist einfach fürs Delay. Dann haben wir noch Device. Da können wir sagen, welchen DSP wir haben. Den 2x4, 2x6 oder den 4x8. Wir haben den 4x8. Das haben wir schon vorher ausgewählt. Der hat es auch selber erkannt. Passt. So, hier Connect und Unconnect ist klar. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir können hier schnell die Polarität ändern, ohne dass ein extra Menü aufgeht. Super Sache. Hier können wir sagen Mute. Geht auch ohne extra Menü. Für Gain macht es mit der Pop und ein Fenster geht auf. Ist ein bisschen verwirrend mit den Tasten. Ne? Es geht zwar in einer Schritten, aber wir können jetzt hier... Doch, hier können wir auch Mausrädchen benutzen. Super, bei anderen Dingern geht es nicht. Also Mausrädchen geht. Pfeiltaste hoch, runter funktioniert nett. Das verschiebt nur unseren Cursor. Wir können aber Daten eintragen. Und das Coole ist, wir können jetzt irgendwas eintragen und er nimmt den höchsten Wert ohne Error. Genauso im Negativen, minus 99, Ender. Wir sind beim Minimum, was er kann. Das ist sehr cool. Da macht er nämlich keinen Stress. Hier klicke ich gleich noch drauf. Wir machen das nämlich hier drüber. Wenn wir jetzt sagen Delay. Wir könnten jetzt auch hier die Reiter einfach ändern, aber wir klicken jetzt einfach mal durch. Hier genau dasselbe Spiel. 999999. Ender. Wir sehen, er trägt das Maximum ein. Ist eine geile Sache. Wir können hier auch Doppelklick machen, um alles zu markieren. Da können wir relativ schnell arbeiten mit. Hier können wir ausnahmsweise auch das Mausrädchen benutzen. Coole Sache. So, 0. Oh, wir könnten auch hier die Pfeiltasten benutzen. Die sind ein bisschen komisch. Die Taste macht gar nichts. Da könnte man jetzt denken, ja, vielleicht macht sie Reset oder so. Nee, die macht keine Ahnung, was sie macht. Ich weiß es nicht genau, aber es ändert sich irgendwas. Wenn ich ein paar Mal drücke, tut sich irgendwas. Ganz wild. Okay, Taste ist für nichts gut. Dann haben wir weiter noch den EQ. Ja, der öffnet halt immer einzelne Fenster da dafür. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Wenn das EQ-Fenster offen ist, dann können wir hier auch unsere EQs per Drag and Drop durch die Gegend ziehen, wie wir das wollen. Und wir können auch breiter machen. Ah, der muss erst zum... Ah ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn er halt ganz schmal ist. Ist eine coole Sache.
Ihr seht auch schon, das ändert sich instant da unten, datet sich gleich ab. Und wie im Gerät schon, wir wählen aus, ob wir einen parametrischen wollen, einen Low Shelf oder einen High Shelf. Hier ganz normal unsere Frequenz, unsere dB, also unsere Flankensteilheit bei den Shelfing. Beim PEQ können wir es genauso machen. Ne? Wenn wir die höchste Frequenz wollen, tragen wir irgendwas ein. Bump, er nimmt 20 kHz, 0, 20 Hertz. Ist halt limitiert auf 20 Hertz, tiefer können wir nicht. Bedienungsanleitung sagt 10 Hertz, stimmt nicht. Es sind 20, das ist das Minimum. Hier können wir auch, haben wir auch direkt die Bandbreite oder den Q-Faktor. Ne? Also müssen wir hier nicht umschalten wie im Gerät, sondern haben beides gleich am Start. Hier sehen wir auch, wir können bis minus 30 dB oder bis plus 15 dB. Und haben auch direkt unseren Bypass. Wie im Gerät selber schaltet sich um zwischen 0 und 15. Wenn Sie reinklicken und drücken wo drauf, überschreibt er das. Müssen wir wissen. Ja, das war's mit den EQs. Und das war's auch mit den Inputs. Falsch, wir haben noch das Noise Gate. Guck mal da, klicken wir drauf. Dann können wir unser Noise Gate einstellen. Ja, da können wir jetzt auch wieder markieren und sagen 99999. Aber das Minus war davor, also Maximum ist natürlich minus 120 oder plus 10 dBU. Können wir auch wieder unser Mausrädchen nehmen. Das geht allerdings nur in 1 dB Schritten. Nicht das einzigste, wo wir 1 dB Schritte haben und nicht genauer können. Wir können ja mal ausprobieren, was passiert. Wenn wir das so wählen. Ne, geht nicht. Also 1 dB Schritte weniger geht nicht. Ist fürs Noise Gate auch völlig ausreichend. Haben wir keinen Stress mit. Ja, das war's für den Input. Wir machen nochmal Musik an. Mein Winamp, das macht nämlich hier immer ein bisschen Unsinn. Ich muss immer irgendwie auf 32 Bit stellen. Ich weiß nicht warum, aber dadurch merke ich, dass die Software irgendwie auf die Soundkarte zugreift. Ich mache nämlich die Software auf und mein Winamp schmatzt hier ab. Dann muss ich wieder außen anmachen. Also irgendeine Funktion war hier vorgesehen, die auf die Soundkarte zugreifen kann. Die ist aber anscheinend hier nicht eingebaut. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch diesen Music-Ordner mit dabei. Ja, wissen wir aber nicht, was das sein soll. Ist eine Funktion, die gibt es einfach nicht. So, wir sehen, Musik läuft wieder. Wir sehen hier unsere Pegel leuchten. Hier sehen wir auch unsere Eingänge, wie sie benannt sind. Da können wir nicht draufklicken und das ändern müssen wir wirklich über Channel Setup machen. Oh Mann, es regnet wie verrückt hier. Hoffentlich hört ihr das jetzt nicht so laut. Hier unten können wir noch auswählen, ob wir analog oder digital wollen für die Eingänge. Sie gehen immer paarweise A und B und C und D zusammen. Bisschen blöd hier, weil ne, mit CH und D, gut, aber wir wissen ja, was es ist, von daher passt das alles. So, dann sind wir mit den Inputs hier komplett durch. Wir gucken uns die Outputs an, da haben wir genau das gleiche wie in den Inputs, aber noch zusätzlich Source ist klar. Da legen wir fest, welcher Input auf welchen Output geht. Da haben wir auch schnell eine Übersicht, da erkennt man das ruckzuck. Wäre natürlich cool, wenn das hier jetzt grün wäre, so wie bei der Thomann Software, da sieht man das wesentlich schneller als mit den Häkchen, aber wir sehen schon Kanal, also Output 1 ist im Input 1. Hier heißen sie A, B, C, D und die Ausgänge haben Zahlen. Ist im Gerät oder je nach Einstellung manchmal ein bisschen unterschiedlich, manchmal nennt sich es auch 1, 2, 3, 4 als Input. Hier passt es jetzt. Also wir haben schnell einen Überblick, wo was drauf geroutet worden ist. Hier sehen wir, Kanal 7 und 8 sind schon Mono mit A und B. Der ist Mono C und D, auch Mono A, B. Und hier bei den Output 1, 2, 3, 4 haben wir pro Input ein Output. Wunderbar, schnelle Übersicht, passt. Jetzt könnten wir auch hier durchgehen, machen wir aber nicht. Wir gehen immer wieder von vorne. Grün leuchtet, wo wir als letztes drauf waren. Also den Knopf, den wir als letztes gedrückt haben, leuchtet grün. Braucht man nicht unbedingt, aber ist einfach ein nettes kleines Feature. Dann haben wir hier Scan wieder. Ihr seht schon, die Software ist nicht so mega schnell. Ist jetzt auch nicht ultra langsam, aber sie rödelt ein bisschen rum. Hier sehen wir, Gain in der Outputs geht bis 15 statt bis nur plus 6 dB. Minus wieder gleich ist bis 40. Wir haben auch keinen Bypass und nichts. Passt. Ist auch schön, dass wir dann alle Kanäle immer kriegen. Immer die Polarität wieder, da brauchen wir nicht für. Für Muten brauchen wir auch kein extra Fenster, geht auch instant. So, bei Delay geht das Fenster auch wieder auf. Ist schön, alle Kanäle auf einen Schlag haben wir hier. Da können wir schnell arbeiten. Ist wieder wie im Gerät. Wir können hier die Pfeiltasten nach oben, unten drücken. Oder per Hand eintragen. Oder Mausrädchen drehen. Ist eine super Sache. Machen wir wieder zu. Dann gehen wir zu dem EQ. Da ist wieder so, wir können erst hier oben dran
ziehen, obwohl das jetzt ein Fenster im Hintergrund ist. Wir können nur Drag and Drop mit EQs machen, wenn wir dieses EQ-Fenster offen haben. Müssen wir wissen. Also wer rumklickt und will hier ziehen, es geht nichts. Erst muss EQ offen sein. Da haben wir auch hier unsere Kanäle. Gehen wir nacheinander durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unsere Outputs. Hier sehen wir den Bypass schon, wie im Gerät. Der ist jetzt halt an. Ich muss erst was einstellen, bevor wir an- und ausmachen können. Ja, wie im Input genau das Gleiche, außer dass wir jetzt nur 6 Stück statt 8 Stück haben. Ach so, dasselbe hier auch. Ne? Low Shelf, High Shelf und PEQ. Mehr haben wir nicht. Dann haben wir noch die X-Over. Das ist das, was im Input zum Beispiel fehlt. Das sehen wir schon. Kein Aus an, kein Bypass. 20 Hertz heißt aus, 21 Hertz heißt an. Sehen wir ja hier auch direkt schon im Graph. Können wir hier unsere Filterart auswählen. Linkwitz Bezel und The Butter. Dann die Steilheit. Ist für alle gleich. Und hier nochmal für einen Tiefpass. Hochpass, Tiefpass und untereinander pro Kanal. Also auch alles auf einen Blick. Da können wir sehr schnell einstellen, ruckzuck. Hier geht auch unser Mausrädchen wieder. Das ist ganz cool. Hier funktioniert es auch. Hier funktioniert es auch. Also von der Software her ist das echt gut zu bedienen. Da können wir mit leben, dass die hier ab und zu mal so ein bisschen rumrödelt. Dann haben wir noch die Limiter-Einstellung. Sehen wir auch alle Outputs direkt. Das ist eine geile Sache. Limit und Kompressor habe ich ja schon erklärt. Wenn wir jetzt hier einen Limiter haben, fallen diese Einstellungen hier weg. Was Auto genau macht, habe ich nicht untersucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich jetzt auch keine Lust gehabt, das zu untersuchen. Das ist ein Modus, den nutzen wir eh nicht. Automatisch ist immer blöd. Aber wir sehen schon, er passt Attack und Release selber an. Sonst wahrscheinlich nichts. Also, Manual bleibt drin. Limit ist klar. Den müssen wir so weit runterstellen, wie geht. Ist ja ein Peak Limiter. Wählen wir Kompressor. Dann haben wir hier unsere Einstellung für den Clip Limiter. Die geht bis plus 12 dB. Ab plus 2 dB. Also Clip Limiter ist immer an, wenn wir den Kompressor nutzen bzw. den RMS Limiter. Ratio, klar, 1 zu 1, Blödsinn, braucht kein Mensch. Wenn wir vernünftig limitieren wollen, brauchen wir eigentlich nur Maximum. Was anderes ist nur, wenn wir was Besonderes machen wollen, unser Signal unnötig laut oder sonst was. Das sind Sachen, die machen wir im Mischpult. Also Kompressor, Maximum Ratio rein und dann stellen wir den ein, wie wir den brauchen. Die Tech stellen wir ein, wie wir brauchen. Die geht maximal bis 100 Millisekunden. Ist schade, 1000 wäre schöner, dann könnten wir das Ding nämlich als Thermolimiter missbrauchen. Mit 100 Millisekunden wird das eher nichts. Dafür geht dann das Release relativ lang, aber wir sehen ja, ne, maximal 32 mal 100 Millisekunden. Ja, 3200, mehr geht nicht. Bisschen schade. DBU, klar, 20, was das Gerät maximal kann, bis minus 30. Reicht auf jeden Fall aus, um so ziemlich alles zu limitieren. Manche Geräte können minus 40, manche minus 60. Minus 30 dBU ist sehr praxistauglich. Da müssen wir extrem selten drunter, eher gar nicht. Wenn die Limiter arbeiten sollen, sehen wir hier auch schon. Den haben wir jetzt eingestellt auf 0 dBU und sehen wir hier, blinkt die Kiste rum. Das ist genau dasselbe wie mit den LEDs vorne am Gerät. Die richten sich nach dem Pegel, der anliegt und nicht nach dem Limiter, den wir runterdrehen. Wir hatten ja schon Geräte, da sagen wir drehen den Limiter runter und haben aber immer Rechtsanschlag. Das heißt, die würden sich nach dem Limiter richten, wie viel Pegel bis Limiter anliegt. Bin ich kein Fan von, deswegen diese Anzeige finde ich super. Die zeigt immer an, welcher Pegel wirklich anliegt. Klar, schieben wir Scan runter, geht er auch runter. Und beim Input, der zeigt immer an, welcher Pegel am Input liegt. Wenn wir jetzt hier das Gain runterdrehen, kann ich euch mal zeigen, tut sich da gar nichts. Ne, minus 99, Pump. Und wir sehen, die Anzeige bleibt gleich, weil er zeigt an, welcher Pegel wirklich am Input anliegt. Geile Sache. Und der zeigt immer an, welcher Pegel wirklich am Output anliegt. Das ist schön gemacht, funktioniert hier, funktioniert in der Software. Rot heißt, die Kiste ist gerade gemutet, können wir am Gerät jetzt auch nicht machen. Wenn wir connected sind mit dem Gerät, können wir nichts dran einstellen, geht nur Software-Einstellung. Hier kann man leider auch nichts locken und nichts sperren und gar nichts machen, das müssen wir alles am Gerät selber machen. Auch die IP-Adresse und so funktioniert weder in der Software noch am Gerät selber. Da muss ich euch jetzt mal zeigen, wie das geht, denn das ist jetzt eine blöde Ersteinrichtung von dem Gerät. Muss man wissen, wenn man es weiß, ist es okay. Wir machen Unconnect und gucken uns jetzt mal an, wie wir die LAN-Einstellungen von der Kiste machen.
So, die Ersteinrichtung ist ein bisschen blöd. Da musste ich nämlich auch in die Bedienungsanleitung gucken. Und zwar, wir stecken ein LAN-Kabel dran, verbinden das direkt mit unserem PC, weil die IP so bescheuert ist. In dem Bereich arbeitet kein Mensch. Also direkt PC oder Laptop per LAN an das Gerät dran oder WLAN direkt mit dem Gerät verbinden. Das Ding, das baut einen Host auf, passt also. Ansonsten hier LAN-Einstellung, Eigenschaften. Wir gehen in die Adapter-Einstellung, nehmen unser LAN, Eigenschaften und gucken, ob alles passt. IPv4 nehmen wir, er kann auch 6, aber 4 interessiert uns erst einmal. Und sagen DHCP an, damit das alles funktioniert. Gucken wir mal, ob uns eine Adresse zugewiesen worden ist. Dazu machen wir schnell die Eingabeaufforderung auf und geben ein IP-Config und sehen, yo, alles klar, wir haben die IP-Adresse 10.10.100.100 gekriegt. Super Sache. Gateway ist das Gerät selber, das heißt, diese Adresse hat das Gerät und zwar immer vom Start aus. Und diese kriegen wir immer zugewiesen. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, müssen wir unseren Browser aufmachen. Im Browser geben wir die IP vom Gerät ein, die haben wir eben gesehen, ne? 10.10.100.254. Und dann kommen wir zu unseren Einstellungen. Wenn es irgendwie komisch aussieht, hier oben direkt auf Englisch drücken und dann passt die Sprache. Hier können wir direkt sagen, ob die Kiste Access Point ist oder ob es eine Station ist. Das habe ich mir nicht durchgelesen, was es sein soll. Was weiß jemand anders wahrscheinlich besser. Brauchen wir nicht, das passt auf jeden Fall. Hier haben wir unsere restlichen Einstellungen. Wir können echt viel machen. Ach so, Standardpasswort ist Admin Admin. Solltet ihr auf jeden Fall ändern, wenn ihr das erste Mal auf dem Gerät drauf seid. Und hier haben wir unsere Standardeinstellungen, wie wir es von allen möglichen anderen Geräten kennen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir können hier extrem viel machen. Wir können hier unser WLAN auswählen. Wir können hier einen Namen vergeben. Wir können es verstecken. Wir haben die MAC-Adresse, wir können den Kanal wählen oder Autokanal. Wir sehen, 2,4 GHz hat, also kein 5 GHz WLAN. Hier können wir auch absichern mit unseren typischen Passwörtern. Ne? WPA2, Pump, Verschlüsselung wählen, Passwort wählen, dass niemand anders drauf kann. Dasselbe haben wir nochmal fürs LAN. Hier können wir jetzt die IP-Adresse vergeben, können sagen DHCP, also er vergibt DHCP, er vergibt Adressen. Oder wir machen das aus und er kriegt unsere Adresse. Pum, passt. Also, dann können wir das Ding in unser Netzwerk einbinden, indem wir ihm unsere gewünschte passende Adresse geben. Super Sache. Also, ist natürlich blöd, ne? Erst mit dem Browser dran und dann einstellen. Die IP wäre natürlich schöner, es würde am Gerät gehen. Dann könnten wir es instant in unser LAN einbinden. Naja, ist halt so die Ersteinstellung, die man machen muss. Hier können wir es verbinden mit dem anderen LAN und so weiter. Hier haben wir verschiedene Grundeinstellungen. Das sind eigentlich Sachen, die brauchen wir nur in den seltensten Fällen. Aber es ist natürlich cool, dass wir hier verschiedene Einstellungen haben. Hier haben wir noch einen kleinen Device Manager. Da sagen wir jetzt unser Account, ne? Passwort ändern. Wir sind nicht der Admin, wir sind der Jobsti und unser Passwort ist nicht Admin. Das ist zu leicht. Unser Passwort ist 123. Ah. Hier können wir das WLAN-Modul restarten. Factory Defaults können wir hier laden. Das können wir aber auch am. Das ist diese Funktion, die wir im Gerät machen können. Na, da können wir sagen, Reset, Wi-Fi-Settings. Dann wird das hier alles komplett resettet. Wir haben wieder die Standard-IP und so weiter. Immerhin ist diese Funktion im Gerät drin. Da müssen wir die Kiste nicht suchen und gar nichts. Wir merken uns, das ist die Standard-IP von dem Gerät. Passt. Steht auch in der Bedienungsanleitung drin. Hier können wir auch ein Firmware-Update machen. Geht auch nicht im Gerät und in der Software müssen wir per Browser machen. Ja, also wenn ihr das Gerät kauft und habt, das Erste, was ihr macht, Netzwerkkabel dran. Und hier eure Einstellungen alle machen und dann müssen wir hier auch nie wieder drauf. Können wir das lassen. Ich weiß nur gar nicht, ob man das WLAN auch abschalten kann. Da habe ich gar nicht geguckt. Es gibt keinen Off-Modus. Könnten nur Station-Mode machen. Weiß nicht, ob er sich dann abschaltet. Habe ich nicht ausprobiert. Probiere ich jetzt auch nicht aus. Ja doch, dann sollte es eigentlich aus sein, weil dann kann er nur noch empfangen, aber er ist kein Access Point mehr. Also wenn er WLAN nicht nutzt, macht STA-Mode, also Station-Mode. Und gut ist, dann reicht uns das aus. Wenn wir jetzt die IP-Adresse hier eingestellt haben, aber wir haben jetzt die Standard-IP-Adresse, dann können wir auch mit der Software drauf verbinden. Wir machen die Software mal wieder auf. Ah, die brauchen ein Momentchen. Klack, klack, klack. Oh, hier ist sie. Dann sagen wir Connection. Und dann können wir hier Network benutzen. Das ist schon die Standard-IP, ist immer von Haus aus eingetragen. Da würden wir jetzt die IP vom Gerät eingeben. Sachen OK. Und die Kiste rödelt.
Und ich habe so leicht das Gefühl, dass es per USB müh schneller ist. Aber wir sehen, es gibt sich zum USB gar nichts von der Geschwindigkeit. Also da ist alles identisch. Wenn wir Fenster auf und zu machen, dann resettet er ab und zu mal hier so die Software. Ist nicht ganz so hochmodern und so ganz flott, aber die Software ist sehr schön gemacht, sehr schön zu bedienen. Wir haben sehr viele WLAN-Settings, auch wenn wir per Browser ganz blöd drauf müssen und können damit sonst nichts machen. Alles in allem würde ich sagen, das ist nicht sehr gut gemacht, aber gut gemacht. Gut gemacht, aber sehr gut zu bedienen. So, messtechnisch kann ich vorwegnehmen, wir haben erstmal keine groben Auffälligkeiten. Wir sehen, dass die Impulsantwort, die sieht sehr sauber aus. Gibt es erstmal nichts zu meckern. Blenden uns den Frequenzverlauf ein. Pink ist unsere Soundkarte. Die ist kalibriert. Da sehen wir, die geht hoch bis 100 kHz und geht runter bis unter 1 Hertz. Also wir messen gültig ab unter 1 Hertz schon. Ist das Sachen, die brauchen wir eigentlich nicht, interessiert uns nicht. Wir blenden mal den Bereich ein, was die Kiste kann. Also 10, 20, 30, 40, 50 kHz, weil es eine 96 kHz Kiste. Wir zoomen mal ran. Das erste, was uns auffällt, das Ding verstärkte Pegel. Aber guck mal, das sind 0,54 dB. Also im Mittel sind es eher 0,55 dB. Können sagen, ein halbes dB wird der Pegel verstärkt. Juckt uns überhaupt nicht, das ist so wenig, dass das eigentlich völlig Bums ist. Skalieren wir uns das jetzt mal auf die 0 dB. Und wir sehen, ja, das sieht im großen Bereich gut aus. Und wir gucken mal, minus 3 dB spielt das Ding ab 1,8 Hertz. Voll im grünen Bereich. Und obenrum sind es 45,5 kHz. Also da sind wir völlig schmerzbefreit. Hier der typische Bereich 20 Hertz bis 20 kHz. Guck mal an, da sind wir 0,2 dB. Und bei 20 kHz sind wir bei 0,4 dB. Also das Ding spielt absolut sauber, null Auffälligkeiten, super Sache. Dazu blenden wir uns jetzt als allererstes mal das Rauschverhalten ein. Das sehen wir schon. Ah, das sieht doch erst einmal ganz gut aus. Wir haben das mit weißem Rauschen gemacht, viermal gemittelt, 48 kHz. Und wir gucken ganz typisch bei dir 1 kHz. Uns interessieren ja aber nur 20 Hertz bis 20 kHz. Alles andere ist ja eigentlich fast Quatsch. Blenden wir uns das ein und wir sehen, wir sind beim Kilohertz im Mittel bei circa minus 99 dB. Das wird dann mein Standard-Praxispegel und zwar plus 4 dBU. Mit plus 4 dBU messe ich immer die ganzen Geräte, weil das ungefähr so die Praxis ist. Was nützt mir es, wenn ich alles mit plus 20 dBU messe, wenn das eigentlich gar keiner benutzt, weil die Pegel viel zu hoch sind. Also 4 dBU ist unser Praxispegel. Dann sehen wir 99. Dann können wir das auch ganz easy hochrechnen. Ich habe es zwar gemessen, aber wir können uns das hochrechnen. Wir messen mit 4 dBU. 15 dBU ist der Eingang. Also nehmen wir 99 plus 9. Also haben wir ein Rauschverhalten Maximum von 108 dB. Ist unser Rauschabstand oder minus 108 dB. Das ist recht gut. Die meisten Geräte kratzen an der 100 bis 103. Wir hatten auch schon welche mit 118, aber 108 ist ein Haufen Zeugs, echt gut. Habe ich auch gemessen, das ist, wenn der Output maximal 20 dBU leistet, kommen wir ungefähr hier drauf. Das passt. Also Rauschverhalten ist sehr gut. Das könnten wir jetzt theoretisch noch kletten, aber ich habe es fast ungeklettet im 24. Hier unten haben wir da eh keine Probleme. Guck mal, im Bassbereich sind wir immer noch bei über 90. Das ist super. Und nach oben hin gibt es sich gar nichts. Da sind wir sogar bei den 100. Also das würde ich mal betiteln als recht gut. Ne, gibt eine 2 plus bis 1 minus. Da dazwischen bewegen wir uns. So, jetzt gucken wir uns die Verzerrung an. THD und THD plus N. Gehen wir auf 1 Kilohertz. Das ist jetzt, ne, also minus 110 stimmt jetzt nicht. Das ist, weil ich die Soundkarte kalibriert habe zum Messen auf 0 dB. Normal würde jetzt hier minus 3 dB FS stehen. Und da sehen wir, das sind auch sehr gute Werte. THD plus N ist 0,0041 und THD ist 0,0032. Das ist quasi mit Noise, das ist immer ein bisschen mehr. Leider sehen wir das jetzt nicht ganz. Macht aber nichts. Uns geht es nur um diese Werte hier. Bei einem Kilohertz und das ist auch, sind auf jeden Fall auch sehr gute Werte.
Die meisten Geräte haben ja, also nicht die meisten, aber einige Geräte haben ja sogar eine Null weniger. Sehr wenige haben eine Null mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Wert, der passt super. Haben wir jetzt auch gemessen bei 4 dBU wieder, wie wir immer messen. Das passt. Wir können das jetzt auch mal messen, wenn der Limiter greift. Ne? Wir messen mit 4 dBU und limitieren mal um, wir machen mal hart um 12 dB. Also stellen wir unseren Limiter auf recht hart, die Attack-Zeit auf 0,3 Millisekunden und den Threshold auf minus 8 dBU. Das heißt, wir limitieren jetzt um ganze 12 dB, messen das Ganze nochmal, gucken an, was passiert. Ah, jetzt geht das natürlich hoch, ist klar, wir limitieren ganze 12 dB. Aber es passiert nichts ganz Schlimmes. Also das Ding rastet jetzt nicht völlig aus. Der Limiter, würde ich sagen, ist noch völlig in der Reihe, wenn der ganze 12 dBU limitiert. Wir drehen jetzt mal hoch, dass er nur noch 6 dBU limitiert. Ah, ist er ähnlich, aber auch ist völlig in Ordnung. Also da gibt es erst einmal nichts zu meckern. Hier gibt es keine völligen Ausraster, auch wenn der Limiter greift. Wir könnten den jetzt viel genauer analysieren, aber das ist für uns auf jeden Fall völlig ausreichend. Dann können wir uns auch nochmal messtechnisch angucken, also auf Frequenzebene, was der Limiter so macht. Wir haben jetzt den Limiter quasi aus und sehen wir sind ziemlich genau auf 0 dB. Dann drehen wir mal 6 dB Limitierung rein. Wir wollen jetzt überprüfen, ob die Kiste irgendwas am Frequenzverlauf macht. Und das sehen wir, ja, sind relativ genau 6 dB. Ja, diese 0,4 dB sind jetzt wurscht. So ganz genau habe ich es jetzt nicht eingestellt. Passt aber. Durch den Limiter kriegen wir hier in der Messung natürlich ein bisschen kleinen Unrat rein. Das soll uns aber nicht stören. Wir wollen nur gucken, verbiegt es uns den Frequenzverlauf. Aber nein, hier passiert erstmal nichts. Dann drehen wir nochmal weitere 6 dB rein. Das heißt eine Limitierung um 12 dB. Sehen wir, ja, das passt auch ziemlich. Und jetzt machen wir einfach mal Vollgas, Limiter volle Bulle rein. Das heißt, wir limitieren jetzt um fast 40 dB, das ist ein Haufen Zeug. Und wir sehen, der verbiegt uns überhaupt gar nichts. Wir haben hier ein bisschen Gefuddel unten drin, das stört uns aber nicht. Aber wir haben hier keine Überschwinger oder im Hochton nimmt was ab. Der limitiert völlig linear, wie das sein sollte. Das hatte man auch schon anders. Wir können jetzt einfach mal ein bisschen höher skalieren und ein bisschen niedriger, um zu gucken, ob sich irgendwo was tut. Und wir sehen, nee, ja, das ist jetzt zwar wirklich 10 dB hier, aber wenn ihr nicht linear skalieren, limitieren würde, würde man das hier schon sehen. Also das ist einwandfrei, da gibt es nichts zu meckern. Sogar bei Vollgas hat er keine Probleme. Das Ganze können wir uns jetzt auch nochmal mit den Verzerrungen angucken. Hier haben wir nochmal unsere Verzerrung bei circa, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber das dürften zwischen 4 und 7 dBU sein. Da sehen wir, es ist wie vorher, das passt alles. Wir gucken mal, unser Mittelwert ist irgendwo bei 0,003%. Und jetzt limitieren wir wieder um 6 dB. Hier sehen wir jetzt, dass sich das alles etwas dreht. Ja, im Bass kriegen wir ein bisschen mehr Verzerrung, im Hochton nehmen sie ab. Warum auch immer, wenn es weniger, macht aber nichts. Aber wir sind immer noch, also beim Kilohertz hat sich fast nichts getan. Eine Null mehr, eine Null weniger. Das ist bei 0,01%. Das ist aber alles immer noch im grünen Bereich. Im Bass geht es ein kleines bisschen hoch. Da sind wir aber immer noch unter 0,1%. Das ist falsch, unter 1%. Das ist okay. Wir wollen aber sehen, was passiert, wenn wir mal richtig Gas geben. Jetzt limitieren wir ganze 12 dB, wie wir hier unten sehen. Und das geht minimal ein kleines bisschen hoch. Klar, wenn wir limitieren, gehen die Verzerrungen immer hoch. Das ist Standard, aber wir sind hier immer noch in einem extrem geringen Bereich. Das habe ich schon wesentlich schlimmer gesehen, dass die Verzerrungen extrem hoch steigen. Aber hier passiert sehr, sehr wenig. Also im Bass nehmen sie zu, ist klar. Über den Daumen sind wir im Bass bei 1%. Da hat sich nicht so viel getan. Hier steigen wir ein kleines bisschen an und nach oben hin bleibt es völlig in der Reihe. Dann geben wir nochmal absolutes Vollgas und limitieren so viel, wie wir können.
Jetzt haben wir das Threshold voll ausgenutzt. Wir sehen, wir limitieren um ganze 40 dB. Das ist heftig, eigentlich völlig praxisfern. Aber uns interessiert ja, was die Kiste hier so treibt. Wir sehen, im Bass gehen die Verzerrungen kaum noch hoch. Wir sind jetzt knapp über 1%. Na, lass es im Mittel 2% sein. Aber es ist kaum gestiegen. In der Mitte sind wir immer noch bei 0,1%. Und alles, was im Hochton ist, sind wir noch bei 0,05 im Mittel. Das haben wir schon völlig anders gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da würde ich jetzt mal nicht meckern. Also wir sehen auch, es gibt K3, steigt jetzt nicht unnötig an, oder K2, es bleibt alles ziemlich gleich. Das heißt, die Kiste limitiert sehr gut, verändert kaum was im Klang, wenn sie mehr limitiert. Wir können jetzt einfach mal von Limiter auf Kompressor umstellen. Das ist jetzt Kompressor Vollgas mit der schnellsten Attack, dem größten Release und dem Clip-Limiter auf dem kleinsten Wert. Das sind dann plus 2 dB Clip-Limiter. Da sehen wir, die Werte sind absolut im grünen Bereich. Der Kompressor arbeitet sehr, sehr, sehr gut, ist ein RMS-Kompressor. Und wir sind hier, guck mal, unsere Peaks sind bei 0,1%. Im Mittel sind wir irgendwo bei 0,02%. Also da gibt es nichts zu meckern. Der Limiter und der Kompressor arbeitet extrem gut. Ich würde jetzt mal schätzen, den Wärmer kaum hören. Er wird sehr, sehr, sehr wenige Klangänderungen machen. Sogar wenn er auf absolutem Vollgas mit minus 30 dBU arbeitet. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das Wichtige ist natürlich, wie klingt der Kompressor oder der Limiter? Was macht er, wenn er arbeitet? Also rein von den Messwerten würde ich jetzt sagen, wir hören ihn kaum. Er limitiert einfach unseren Pegel und gut ist. Aber ich werde mir das Ganze noch mal kurz anhören. Und dann sage ich im Feedback dazu, ob man hört, ob man nicht hört. Der eine sagt, ja, ich will ein Arbeiten hören. Der andere sagt, ich will gar nichts hören. Der soll einfach nur den Pegel runterdrücken. Je nachdem. Kommen wir mal zum Interessantesten, den EQs. Ja, da unterscheiden sich alle DSPs immer sehr gerne. Das ist unsere Referenz in Pink und in Blau. Das ist unser Behringer DCX. Das ist ein EQ bei genau 1 kHz mit plus 4 dB, minus 4 dB und einem Q-Faktor von 2,2. Das macht der Behringer genau nach Lehrbuch, deswegen vergleichen wir alle DSPs mit dem Behringer. Ja, so, dann blenden wir uns mal den Zeldo ein. Was macht die gute Kiste? Er macht breiter. Minus, auch breiter. Dafür stimmt der Pegel haargenau, genau 4,00 dB. Passt wirklich perfekt. Die Bandbreite messe ich immer bei minus 1 dB. Ja, 1 dB wäre diese Linie da, würde ich hier messen, da messen. Das sind irgendwo 1600 und hier 600 Eppes. Kommt dann eine Bandbreite raus von 900 irgendwas. Müsste ich jetzt nachgucken, 900 irgendwas. Wir sind hier allerdings bei 1600, ist breiter. Wenn wir jetzt ein Q2,2 haben wollen, den haben wir ja auch in sehr vielen DSP-Settings, 4 oder 2 oder 2,2, müssten wir den einstellen auf Q3,507. Sehen wir jetzt hier, man sieht die Farbe gerade nicht, in komisch lila. Dann passt der haargenau überein. Also Q2,2 ist 3,507. Also wenn ihr also ein Q habt nach Lehrbuch, dann bitte etwas breiter einstellen. Ungefähr einen Wert. Dann kommt es ungefähr hin. Wir haben natürlich noch den Low Shelf. Den müssen wir uns auch anzeigen. Jetzt habe ich den noch eingeblendet, macht aber nichts. Und zwar blenden wir mal den 12 dB ein. Das ist Behringer nach Lehrbuch. Ist eingestellt bei 200 Hertz. Mit minus 6 dB und einer 12 dB die Oktave Flankensteilheit. Das sehen wir hier, alles klar, minus 3 dB sind wir ungefähr bei 230 Hertz, so in der Richtung. Und dazu kommt jetzt noch der Zeldo. Wo haben wir es? LS12 ist hier. Und da sehen wir, oh, der fällt hier viel steiler ab. Warum? Weil die üblichen 12 und 6 und 18 dB gehen nach typischer Butterworth-Charakteristik, also Q0,707. Das ist auch genau das, habe ich ja nachgeprüft, passt beim Behringer ziemlich gut. Die Herzzahl nicht genau, die ist ein bisschen drüber. Und der Zeldo macht einen Q0,77. Von der Herzzahl weicht es auch so 40 Hertz ungefähr ab, aber das passt schon, das ist nicht so mega viel, aber er ist eben steiler. Ist noch keine 18, ist aber auch keine 12 mehr und ist
Also ich würde sagen, er ist genau auf dem Ausschwinger. Also die haben das so ausgelegt, dass 0,1 dB Ausschwinger ist egal, da können wir sagen, es ist müh, bevor wir hier Ausschwinger kriegen. Ist nicht schlimm, muss man nur wissen. Ich finde es eigentlich ganz nett. Steiler ist ein bisschen besser, finde ich gut. Dann können wir uns das nochmal mit 6 dB angucken. Blend mal die anderen da dazu aus. Der sieht leider ganz anders aus. Die Flankensteilheit stimmt, ist genau 6 dB Filter. Er liegt aber weiter oben. Also Behringer, unsere Referenz ist hellblau und der Zeldo ist lila. Der liegt leider 80 Hertz drüber. Also, den müssen wir eine ganze Ecke runterdrehen, wenn der ähnlich arbeiten soll. Das müssen wir uns merken. Aber den 6er benutzt man eh sehr selten. Also das 6 dB Filter als Low Shelf oder High Shelf greift ein bisschen höher. Also den lieber tiefer ansetzen beim Zeldo. Und der 12er genau umgekehrt, weil er steiler ist, können wir den ein kleines bisschen früher sogar ansetzen. Das passt. Damit wir jetzt auch mal den Pegel komplett sehen davon, scroll ich mal ein bisschen runter. Das sehen wir, das passt perfekt. Ja, genau minus 6 dB, die Einstellung passt. Aber wir sehen schon, ne, hier sehen wir auch so den kleinen Schwinger drin. Ich weiß nicht, ob sie in der Software vielleicht einen Tippfehler hatten mit 0,77 statt 0,707. Das klingt mir eher so. Aber finde ich okay, passt. Finde ich ganz gut, wenn es ein bisschen steiler ist. Dann würde ich sagen, sind wir mit den Messungen von dem Zeldo durch. So, dann sind wir durch mit der guten Kiste. Das ist ein bisschen länger und ausführlicher geworden, als ich eigentlich ursprünglich geplant habe. Macht aber nichts. Da unten habe ich euch die Kapitel rein markiert, geschrieben. Ihr könnt auf jeden Fall zu der Stelle springen oder spulen, wo ihr hin wollt. Deswegen passt da schon. Die YouTube-Funktion ist ganz cool und hilft bei sowas, bei so langen Videos. Also springt dahin, wo ihr euch was Genaues angucken wollt. Und dann passt das. Wir haben das ausführlich gemacht, das Gerät von vorne bis hinten jetzt angeguckt. Was ich noch zwischenzeitlich gemacht habe, habe die Kiste aufgemacht und habe reingeguckt. Wir wollen ja mal wissen, was hat das Ding für einen Chip. Da ist ein Texas Instruments TMS 320D70, diese Richtung drin. Finde ich online keine Dokumente für. Gut, ich habe auch nicht ultra tief jetzt gesucht, aber auf die Schnelle habe ich nicht ganz was gefunden. Nur allgemein, die TMS 320 sind ja bekannt. Habe ich jetzt in, glaube ich, noch keinem anderen Gerät gesehen, genau den Chip. Sei es drum, ist nur Interesse halber, was drin ist, juckt uns nicht. Allgemein ist das Ding innen sehr gut aufgebaut, ist sehr übersichtlich gemacht. Wir haben Neutrik-Buchsen komplett überall drin. Wir haben keine bösen Flachbandkabel, die super geknürt sind irgendwie und dann mit Heißkleber angedingst und nochmal fixiert. Und das sieht sehr gut und robust alles aus, auch einfach zum Saubermachen, zum Tauschen von irgendwas. Also da gibt es intern nichts zu meckern. Von außen ist auch alles super. Das Ding, das hat einen ordentlichen Lack. Das Gehäuse ist ordentlich fest, ist nicht so ganz billiges, dünnes Blech, ist ordentlich verschraubt. Die Front ist ordentlich fett aus gebürstetem Aluminium. Das ist also echt ein Mordsding. Knöpfe sind gut zu drücken, die LEDs sind sinnvoll angeordnet, funktionieren perfekt. Das Display ist sehr gut abzulesen und geht sogar ausschalten. Die Potties sind gut zu drehen, bisschen schwer, aber dafür sind sie gerastert. Die grooven sich bestimmt noch ein irgendwann. Also insgesamt kann ich sagen, das Gerät macht erstmal einen sehr guten Eindruck von innen und von außen. Dann kommen wir mal schnell zum Pro und zum Contra. Wir fangen natürlich erstmal mit dem Negativen an. Problem haben wir einmal, EQs sind nicht nach Lehrbuch. Sind jetzt ein bisschen breiter als normal, nicht ultra breit, aber ein bisschen. Wir haben gesehen, wir müssen ungefähr so beim Q-Faktor 1,5 größer wählen, dann passt der ungefähr. Können wir jetzt fast mit den Omnitronic DXO vergleichen. Die haben eine Bandbreite von 1500 irgendwas, hier haben wir 1600 knapp, also die kann man untereinander knapp übertragen. Alles, was nach Lehrbuch ist, wie Behringer und Co. nicht, alles, was breiter ist, auch nicht. Also ist wieder so ein Punkt, kein Standard-Q-Faktor, andere Berechnungsgrundlage als das Lehrbuch. Geht leider nicht 1:1 übertragen. Dann haben wir die Geschichte mit dem Lüfter. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da schränkt den Einsatzbereich von dem Ding stark ein. PA im Rack gar kein Thema. Im Rack hört man den Lüfter jetzt auch nicht mehr so mordslaut. Das Geräusch ist nicht so geil, aber es ist jetzt auch nicht ultra nervig. Im Rack wird er etwas gedämpft. Also für Veranstaltungen, auch wenn leisere, gar kein Thema. Ist alles gut. Allerdings für Studio oder für HiFi geht das auf keinen Fall. Ist der viel zu laut? Ist leider eine Temperatur geregelt, gar nichts, der pustet immer durch. Dafür ist es ein Standard 40 mm 12 Volt Lüfter. Also, wer das Ding für HiFi nutzen will, den Lüfter einfach raus und dann machen wir einen Noctua rein oder ein Arctic Cooling oder irgendwas, eventuell sogar mit Temperatursensor. Und dann kriege ich mir das Ding auch leise. Empfehle ich aber nur den Leuten, die da irgendwie begabt sind und sagen, hier, Garantie ist mir egal oder fragt vorher beim Vertrieb nach, ob ihr es machen dürft oder ob die es für euch machen oder so. Ansonsten macht das auf eigene Gefahr.
Was haben wir noch für ein Problem? High Shelf, Low Shelf ist auch nicht so hundertprozentig. Der ist ein bisschen steiler, da haben sie sich wohl vertippt. Q 0,77 haben sie genommen. 0,707 müsste eigentlich ein 12er Filter sein, ein 12er Shelfing. Ich denke, das war ein Tippfehler. Finde ich nicht schlimm. Ist jetzt eher wie ein 18er Shelfing. Finde ich persönlich sogar besser. Steht allerdings nicht drin. Das heißt, so einen können wir auch nicht ganz übertragen. Den 6er müssen wir ein bisschen tiefer ansetzen, weil er etwas höher sitzt. Ist auch nicht so tragisch, ist eh ganz flach. Das ist auch noch so ein Punkt. Die Ersteinrichtung, auch ein bisschen doof, müssen wir halt wissen. Erst LAN dran und so, habe ich ja alles erklärt, wie das funktioniert. Also Ersteinrichtung erstmal mit dem PC oder mit dem Laptop oder so dran und die ganzen LAN- und WLAN-Einstellungen einrichten. Die sind sehr potent, wir haben extrem viele Optionen, aber das müssen wir zuerst machen. Und dann können wir per Software drauf und so weiter. Software ist so ein Mittelding. Wegen Kritik, die ist gut gemacht, ist sehr übersichtlich. Dafür ist sie nicht die schnellste und ist nicht skalierbar. Das ist ein bisschen doof. Ansonsten ist sie sehr gut bedienbar, sehr übersichtlich, finde ich ansonsten echt cool. Aber Vorsicht, Leute mit 4K-Display oder mit ganz kleinem Netbook, die könnten vielleicht ein Problemchen kriegen. Dann haben wir noch so kleine Dinger wie zum Beispiel keine Link-Funktion. Es gibt fast keinen DSP, der keine Link-Funktion hat. Die haben wir nur in der Software und die ist auch nur für die Software da und bleibt auch nicht gespeichert. Ne? Also Software an, dann sagen wir Link A und B, wird alles automatisch übertragen, aber nur in der Software. Machen wir die aus und wieder an die Software, ist alles wieder genullt. Im Gerät gibt es die Funktion gar nicht. Also das könnte manche verwirren. Die sagen in der Software Link A, B und sind dann am Gerät und denken, ja, ich stelle Kanal A ein und auf B wird das automatisch gemacht. Nee, ist nicht. Es gibt keine Link-Funktion. Also Kanal A und B oder Outputs müsst ihr jeden Kanal einzeln separat einstellen, auch wenn er Stereo ist. Also sehr schade, dass die Funktion nicht da ist. Dafür haben wir eine Kopierfunktion intern. Hat auch nicht jedes Gerät, finde ich sehr gut. Wir können Input auf Input, Output auf Output kopieren. Also sagen wir einfach nur noch, kopier den Kanal auf den anderen Kanal, gehen den Kanal rein, sagen nur noch, alles klar, du hast jetzt statt Input A Input B. Bumm. Funktioniert, bisschen umständlich, aber das geht auch halbwegs flott. Wir haben extra eine Bypass-Taste an der Kiste. Und die funktioniert nur bei den EQs und auch nur bei Einzel-EQs. Wir können nicht sagen, schalt alle EQs ab, schalt die Filter ab oder sowas, geht nicht. Haben wir auch kein Symbol unten, das da steht, gebypassed, sondern es setzt sich auf 0 dB. Wenn wir einmal drehen, wird es überschrieben. Bisschen doof, habe ich euch ja schon gezeigt. Bei den Filtern ähnlich, da geht der Bypass auch nicht. Da müssen wir die auf 20 Hertz drehen oder eben den anderen auf 20 kHz. Ist ein bisschen blöd. Wir können nicht schnell ausschalten. Eine Alternative wäre gewesen, hätten sie gesagt, off und dann die Steilheiten gewählt. 12, 24 und so weiter. Wäre auch was. Aber so zu der Herzzahl zurückdrehen auf den ersten Wert ist meiner Meinung nach ein bisschen blöd. Ganz großer Kritikpunkt ist der Limiter. Also das ist natürlich der Limiter, kann man so gar nicht benutzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Release ist so kurz, weil es nur ein Vielfaches von der Attack-Zeit ist. Der größte Wert ist 32 Mal Attack-Zeit. Peak-Limiter soll so schnell gehen, wie es geht. 0,3 Millisekunden ist schon knapp, könnte noch schneller sein. Ja, und dann ist unser Release extrem gering. Dann pumpt die Kiste. Und der pumpt so schnell, dass alles übelst verzerrt klingt. Das heißt, der Limiter ist nur nutzbar, wenn er so 3 bis maximal 6 dB limitieren soll. Alles, was mehr ist, rastet das Ding aus und ist klanglich eine Katastrophe, geht gar nicht. Auch wenn die Messergebnisse sehr gut waren, der verzerrt nicht und so, aber es klingt verzerrt wegen dem Pumpen und dem kurzen Release. Dafür ist der Kompressor extrem gut. Der Kompressor ist wirklich ein Traum, der funktioniert perfekt. Hat den Clip-Limiter sogar dazu eingebaut, was auch sehr gut ist. Das heißt, wir können mit dem Ding ordentlich limitieren und wir können sogar Pegel reduzieren bis minus 40 dB, ohne dass die ganze Geschichte kacke klingt. Perfekt, super Sache. Hat ja auch den Clip-Limiter mit dabei im Kompressor. Ne? Wir stellen unseren Kompressor ein, wie er sein soll. Natürlich auf 1 zu maximal, dass er eben ein Limiter ist, ein RMS-Limiter. Und dann Clip-Limiter plus 2, plus 3 dB, plus 6 dB, wie wir das haben wollen. Super, super Sache. Was haben wir noch alles Gutes am Gerät? Wir haben alles, was wir brauchen. Das Delay ist total geil. Das ist der perfekte Controller für eine Delay-Line. Wir haben bis 340 Meter pro Input, pro Output insgesamt, also fast 700. Wir haben 8 Ausgänge, also perfekt zum Delay-Lines fahren und solche Geschichten machen. Wir haben komplett freies Routing an dem Ding und das Allerbeste ist diese 3 Preset-Tasten, die wir frei belegen können, anschalten können, ausschalten können, gehen beim gelockten Gerät komplett. Ist richtig cool, da könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt, richtig geil, ich kaufe nur wegen dieser Preset-Funktion diesen DSP, weil das für die Vermietung so cool ist. Ansonsten ist alles mehr oder weniger standardmäßig an dem Gerät, hat ziemlich coole Funktionen, alles funktioniert perfekt. Bedienung am Gerät ist auch sehr, sehr gut. Die Potties sind gerastert, gehen ein bisschen schwer, aber die grooven sich schon ein, also geht gut bedienen. Durch die Menüs kommt man schnell durch, schade, dass die halt nicht rotieren, mal wieder zurück muss, aber das sind so Kleinigkeiten. Insgesamt
sehr gute Bedienung, gut bis sehr gut. Auch die Digitaleingänge, das ist eine geile Sache. Wir können immer einem Eingangspärchen, also A und B oder C und D, separat sagen, du bist analog, du bist digital. Können also auch beides zusammen benutzen, analog und Digitaleingänge. Ist auch geil, hat auch nicht jedes Gerät. Manche hat das extra, ein anderes sagt, ich hab's gar nicht. Das nächste sagt, wir können nur alle umschalten. Richtig coole Sache. Wäre auch schön, wenn das im Output auch noch wäre, aber ich denke, in der Preisklasse können wir das nicht unbedingt erwarten. Insgesamt haben wir auf jeden Fall mehr Positives als Negatives, nur das sind alles so kleine Punkte, die muss man wissen. Ja, und dafür machen wir auch das Testvideo so ausführlich, dass wir die ganzen Punkte mal sehen und wissen, wie wir alles zu handhaben haben. Kommen wir mal zum Fazit ganz flott. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Kiste, gefällt mir sehr, sehr gut. Klar, wir haben so kleine Macken und kleine Mängel und so, dafür machen wir ja das Video, dann seht ihr, mit was ihr klarkommt, mit was nicht. Ne? Auf was kann ich verzichten oder mit was komme ich klar und was nicht. Insgesamt kann die Kiste aber etwas mehr als die üblichen Standardfunktionen, gerade hier das Noise Gate und die Preset-Tasten, das ist eine super geile Sache, das wird vielen sehr gut gefallen. Sehr ähnlich zu dem Gerät fand ich den alten Monacore DSM 480 LAN, war auch mit drei Potties vorne, war ähnlich zum Bedienen und alles. Der war allerdings ein Ticken günstiger. Ich glaube, der war so im Bereich Tausender Straßenpreis mit Märchen. Hier sind wir bei 1249 UVP netto. Muss ich sagen, Preis-Leistung könnte die Kiste besser sein. Also ich finde mal 200 Euro günstiger, dann würde ich sagen, der Preis passt perfekt. Genau ein Tausender für das Gerät. Straße. Oder lass es 1100 mit Märchen sein. Diese Richtung fände ich perfekt. So finde ich es etwas zu teuer. Da muss man schon ein bisschen nachdenken drüber, weil ganz an den Monaco kommt es nicht dran, aber er ist wirklich sehr, sehr, sehr nah dran. Aber alles in allem, wie gesagt, sehr gutes Gerät, kann ich jedem ans Herz legen. Wir haben ja auch USB-Kabel dabei, ein sehr robustes Stromkabel, LAN-Kabel. Wir haben eine CD dabei, was sehr cool ist. Gut, heute hat nicht jeder unbedingt mehr ein Laufwerk, aber wenn man kein Internet hat und nichts, CD rein, installieren, bumm. Treiber brauchst du auch nur, wenn du über USB drauf gehst, über LAN brauchst du nur die Software. Die Anleitung haben wir dabei. Das ist auch noch so ein Punkt. Die Anleitung ist nicht online, jedenfalls beim Vertrieb bei Steinige nicht. Die müssen sie drauf tun, die müssen sie ein bisschen bearbeiten. Manche Sachen stimmen da nämlich nicht. Eine Sache ist eine Anleitung besser, die das Gerät schlechter kann. Da steht drin, Filter ab 10 Hertz, geht aber erst ab 20 Hertz. Also das stimmt nicht. Alle anderen Werte sind besser als in der Bedienungsanleitung oder im Datenblatt. Die Software müssen sie auch unbedingt online stellen. Nicht jeder hat ein Laufwerk. Die meisten sagen, ey, pass mal auf, ich lade mir die Software runter auf mein Notebook drauf, weil ich habe gar kein Laufwerk mehr drin. Haben ja viele heute nicht. Also, Software muss auf jeden Fall online, Anleitung muss online und Daten müssen angepasst werden, dass die stimmen. Weil die Daten machen das Gerät schlechter, als es wirklich ist. Ja. Dann sind wir durch mit dem Gerät. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es war sehr ausführlich. Spult einfach dahin, wo ihr euch was angucken wollt. Ich habe jetzt im Pro-Contra nicht alles genannt. So viele einzelne Punkte seht ihr da, wo wir uns das Gerät angucken oder messen oder sonst was. Gut, dann sind wir durch. Unser nächster DSP wird ein Work. Danach kommt ein DESAM. Und danach kommt ein kleiner LD-Systems. Also wir haben noch drei vor uns. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo, läutet die Glocke, damit ihr Benachrichtigung kriegt, wann es hier wieder abgeht. Und ja, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten. Unten kriegen wir nicht mehr angezeigt. Ich sehe es allerdings. Hinterlasst Kommentare, schreibt, was ihr davon haltet. Ich mache wieder einen Link im Forum. Ich mache hier noch ein paar Bilder und so bei. Da könnt ihr gerne auch mitdiskutieren und noch Fragen stellen und alles. Also alles so wie immer. Ja, damit würde ich mal sagen, wir machen jetzt für heute Feierabend. Wir haben uns das Gerät genau genug angeguckt. Den anderen mache ich vielleicht ein bisschen flotter. Und dann würde ich sagen, macht schön gut und bis zum nächsten Mal.